Und willkommen zurück bei Let's Play Sheltered, wo wir unser kleines Hüttchen hier, unseren kleinen Bunker, etwas ausbauen mit einem weiteren Zimmerchen. Und mittlerweile gab es ein Update. Yippee, ich mach mal kurz Pause. Es ist Tag 10 mittlerweile. Es gab ein Update des Kampfsystems und es wurden Quests eingeführt. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Und es gab wirklich richtig viel. Also ich habe mal kurz reingeschaut. Weil das Update war, glaube ich, 30 Megabyte groß. Da habe ich gedacht, okay, das wird ja nicht viel sein, ne? Aber da war schon ordentlich was dabei. Und ja, was ich jetzt als erstes mal probiere... Warte mal, irgendwie, wie ging das? So kann ich durchschalten. Da haben wir jetzt den Gary. Der Gary, der hüpft da oben rum. Warte mal, wir machen mal gerade den Gary. Ich drücke jetzt mal kurz eine Taste. Ja, geil, wie geil ist das denn? Er ist automatisiert. Es funktioniert. Huhu, geil. Okay, lassen wir den Gary mal automatisiert. Unser Freund Kevin darf sich dann auf die Reise begeben. Jawohl, jawohl, jawohl. Perfekt, Karte. Okay. So, das scheinen jetzt hier... okay. Das ist jetzt ja irgendwie doof, ne? Also, ich will nicht sagen, dass es doof ist, aber es ist, haben die vergessen, diesen Nebel hier wieder reinzumachen? Denn irgendwie glaube ich nicht, dass wir das sehen sollten. Aber gut. Meinetwegen. Wir gehen wieder zur Mine, dann unbekannt, unbekannt, unbekannt und nach Hause über das kleine Haus, genau. Weil wenn das so ist, dass wir das sehen sollen, ist das natürlich praktisch, aber das macht das Ganze wirklich einfach. Okay, gut, wir versuchen es einfach. Ausrüsten. Genau, letztes Mal haben wir Gasmasken in Hülle und Fülle hier gefunden. Stein, okay, den können wir als Waffe nehmen, den Stein, aber ich... Wir bleiben bei unserem Metallrohr. Es wäre cool, wenn wir eine Axt mal finden würden, da müssten wir aber Richtung Holzfällerlager, glaube ich, gehen. Naja, egal, wir machen das erstmal so jetzt. Er darf sich nach draußen begeben. Und er macht er auch was Sinnvolles jetzt, wo er automatisiert ist? Ich weiß es nicht. So kann ich durchschalten. Roger muss schlafen. Ihn müssen wir erstmal rauslassen. Roger hat eine Schwäche in eine Stärke verwandelt. Das ist natürlich gut. Und was? Kleiner Appetit, Geschick. Ich bin erschöpft. Das glaube ich dir, deshalb darfst du jetzt auch schlafen. Komm, es regnet draußen, dann trink ein Wässerchen. Und dann leg dich schnell ins Bett. Oh. Ein Funkspruch. Hallo, hier spricht Kevin. Im Ödland fand ich einen kleinen Bauernhof. Sollte ich mich dort umsehen? Na klar. So, und mit Kevin können wir dann auch ein bisschen aggressiver spielen. Denn der kann ja doch so einiges aushalten. So, die Lady darf auch was essen. Und sich dann ins Bett legen. Sie darf auf Klo gehen. Und dann auch ihre Stärke mal erhöhen. Auf Klo gehen und trinken. So, Kevin an Basis. Wir haben jemanden am Bauernhof gefunden. Sie geben Signale. Ich glaube, dass sie mit mir sprechen wollen. Was denkst du, was ich tun sollte? Es der Gruppe überlassen? Ach so, okay, wenn wir das machen, ja gut, überlassen wir den ganzen Loot, der sich da bei dem Bauernhof befindet. Und der sieht nicht gut aus. Hallo, wer ist da? Wenn du hier Hilfe benötigst, bin ich zur Stelle. Doch entscheide dich schnell, denn lange bin ich nicht mehr hier. Rekrutieren, ablehnen. Okay, das haben sie jetzt hier überarbeitet. Wir könnten ihn mitnehmen, den Anthony. Allerdings brauchen wir im Moment kein Essen und auch keine Bewohner.
Ich habe gerade von unserer Basis gehört, unsere Vorräte gehen zur Neige. Anscheinend können wir es uns nicht leisten, uns um noch jemanden zu kümmern. Ja gut, der wäre eh schlecht gewesen. Wie praktisch. Ich wette, dass du in Wirklichkeit haufenweise Nahrung und Wasser hast. Stimmt. Naja, geht so. So, und jetzt müssten wir den Loot trotzdem bekommen können, ne? Ja. Cool. Ja, Kunststoff. Streichhölzer, ja, komm, immer her damit. Was soll's, wir nehmen erstmal alles mit. Wir können es ja zwischendrin mal dann irgendwie handeln bei irgendjemandem. So, sie sollte sich jetzt mal hinlegen, genau, macht's auch. Sie trinkt. Und was tut sie als nächstes? Erstmal die Butze sauber machen. Er macht weiterhin irgendwelche Dinge. Kapazität des Wasserlagers erreicht, ja. Ich habe mir schon fast gedacht, es regnet hier wirklich ununterbrochen fast. So, okay. Wir müssen unser Lager, glaube ich, auch bald mal... Ja, ich weiß. Vergrößern. Warte mal. Das ist immer so blöd, ne? So, wir haben keine Nägel. Toll. Das ist schlecht. Hier können wir... Ach, aha. Genau, das ist auch neu. Das hatte ich gelesen. Es gibt jetzt Verbände und Blutungen. Okay, okay. Interessant. Verbandskasten kann man auch machen. Mhm. Blutungen, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Dann haben wir die erste Blutung. Rohrbomben können wir auch bauen. Cool. Das klingt doch spaßig. So, Brenda, was wollte ich mit dir tun? Ich glaube, du wolltest etwas trainieren. Weil deine Stärke müsste sich ja auch mal ein bisschen erhöhen und Geschicklichkeit. So, da meldet sich auch der Kevin wieder. Kevin und Brenda, ich habe hier noch jemanden entdeckt, doch sie haben mich noch nicht gesehen. Willst du, dass ich mit ihnen rede? Ja, vielleicht können wir ja handeln. Gebirgskette. Richtung Mine. Hallo, wie geht's dir so hier draußen? Handeln? Lass uns unsere Vorräte vergleichen und sehen, was wer was braucht. Himmel, kein Wunder, dass du mit diesem Handel überglücklich bist. Okay, wir können handeln. Er hat total tolle Sachen. Wow. Wow. Ein Sprit für... Ja, eigentlich nicht. Das hat uns jetzt recht wenig gebracht. Naja. Sei's drum. So, und er macht wirklich jetzt hier nur das Nötigste, ne? Gut. Hallo Kevin, aber parat. Hier ist so ein verlassener Minenschacht. Ja klar, bitte ansehen. So, warte mal, hier wollte ich gucken. Stärke direkt 3. Brenda hat erhöht Stärke, das ist cool. Und Geschick auch, ne? Glaube ich. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Na komm, dann mach nochmal. Kevin am Basis, ich habe bei dieser Mine etwas gefunden. Jawohl, eine Gasmaske, sehr schön. Kordit, damit können wir dann einen Sprengkörper basteln. Das machen wir mal weg, nehmen dafür die Gasmaske mit, dann machen wir... So, den Galgen brauchen wir eigentlich auch noch. Zu schade. Ich guck mal gerade, fertigen... Was? Achso, wir brauchen diese verdammten Scharniere.
Diese blöden Scharniere, das ist das Einzige, was hier noch fehlt. Verdammt! Es regnet immer noch, es regnet einfach ununterbrochen. Und Lampen bräuchten wir auch mal. Die hier vorne wollte ich ja eigentlich ausmachen, um Energie vielleicht zu sparen. Das machen wir gleich. Erstmal hier bei ihr kurz nochmal erhöht. Zack. Bling. Stufenaufstieg, Geschicklichkeit. So, einmal hier Kraftstoff reinfüllen und einmal den. Verlassener Minenschacht, ja, umgucken. Die Kleine ist wach. Einmal den Napf füllen. Tag 11. Und dann bitte sauber machen. So, leg du dich mal. Oh, nee, du reparierst das. Und dann legst du dich schlafen. Hi, hier spricht Kevin. Da liegen Sachen rum bei der Mine. Das ist toll. 5 Gasmasken. Magnesium wird beim Fertigen verwendet. Ja. Erstmal nehmen wir die mit. Die sind nämlich wirklich wichtig. Magnesium. Kann man mit Sicherheit irgendwie für irgendwas auch noch gebrauchen. So, wir lassen es mal so. Lassen wir eine Gasmaske da. Das geht noch, das geht auch noch. Oh, ich muss gleich niesen, das ist gar nicht so toll. Ich sehe etwas in der Ferne, das wie eine Höhle aussieht. Soll ich mich dort umsehen oder mich an die Route halten? Untersuchen. Und es regnet einfach immer noch. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Aber, ach, es reicht einfach, unser blöder Kunststoff reicht einfach nicht aus. Ach was, Blendgranate? Dafür brauchen wir das Magnesium, okay. Höchst interessant. Ja, können wir bei der Expedition dann nutzen, aber mich würde ja die Rohrbombe doch mehr interessieren, muss ich sagen. Und wir brauchen unbedingt Nägel. Wir brauchen unbedingt Nägel. Sie repariert sehr langsam da unten. Das geht echt sehr, 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 sehr langsam. Da liegen Sachen rum. Okay. Carolina Jasmin. Aha. Hausgemachte Heilmittel gegen Stress. Lebensmittelvergiftung. Heiliges Basilikum. Und nochmal gegen Stress. Das brauchen wir aber alles nicht. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier so gut wie keinen Stress. Eine Kiste hätte ich trotzdem nochmal gerne. Drähte hätte ich auch sehr gern. Bei J. Was ich nicht alles gerne hier hätte. Das ist unglaublich. Sachen für den Wohnwagen, das wäre auch cool. Wir haben eigentlich noch wirklich viel zu tun, muss man mal so sagen. Also wir hätten echt noch einiges vor uns. Und wenn ich vorsichtig bin, steht uns eine strahlende Zukunft hier bevor. Also, man muss ab und an mal ein bisschen aufpassen, aber der Kevin sollte ja eigentlich ganz gut gewappnet sein gegen die Kerle hier. Wir versuchen. Aber was? Warum hat der denn nur so Scheiße hier? Daisy hat angekündigt, Statusreport. Aha, interessant. Okay, die Glühbirne. Oh, Magnesium ist richtig gut zum Handeln.
Die Glühbirne, ach. Weißt du was? Verdammt, diesen Dieb brauchte ich wirklich. Ich kann hier nicht länger rumhängen. Ich muss jemanden finden, dem ich dieses Zeug loswerde. Ciao. Machet gut. So, sie hat hier unten fertig repariert. Dann würden wir dann das Ding auch mal reparieren. Werkzeugeffizienz 20%. Aha. Aha, aha, aha. Höchst interessant. Und es regnet einfach immer noch. Es ist echt unglaublich. Es regnet einfach immer noch. Na komm, dann kann sie auch gleich trinken. Und was macht hier oben das Gedöns? Das geht alles noch. So, fertig auf dem Schacht. Dann mal trinken. Und dann können wir auch gleich duschen. Würde ich sagen. Wo ist der Kevin eigentlich? Warte mal. Wo hängt der eigentlich rum? Okay, er ist da oben schon. Ja. So. Eine kleine Tankstelle. Ja, klar. Tankstellen sind immer gut. So, komm, machen wir ein bisschen sauber. Die Brenda muss essen und trinken. Ah, erstmal wird trainiert. Anscheinend liegen bei dieser Tankstelle Sachen rum. Geil. Cool. Werkzeuge, die wir noch nicht haben. Und ganz, ganz viel Sprit, den wir brauchen. Das Ding können wir auch mitnehmen. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, wir lassen das da, nehmen dafür die Ratsche und diese Zange mit. Ja, so machen wir's. Perfekt. Cool. Haben wir noch zwei Werkzeuge. Brenda, gib alles! Damit wir dich auch gut einsetzen können zum Plündern. Jetzt hat's aufgehört zu regnen, wow. A dream! So, ich glaube, hier bei den Dingern wären ja dann eigentlich die Haltbarkeitsverbesserungen erstmal am besten, oder... Ja... Die Dekontaminierung. Huch, nein, du sollst nicht da hochgehen. Aber wir müssen ja erst diese blöden Scharniere bekommen. So, und jetzt könnten wir auch mal so einen Fallstrick gleich bauen. Um unsere Nahrungsvorräte mal so ein bisschen aufzustocken. Stufenaufstieg in Stärke. Sehr schön. Super, Brenda. Komm, dann nochmal. Pam, pam, pam. Jo. Und nü? Wat nü? Komm. Huch. So, das können wir alle. Wir brauchen Nägel, ey. Wir brauchen wirklich sehr, sehr dringend Nägel. So, machen wir das so. Geschicklichkeit müsste sich erhöht haben bei ihr, jawohl. Na komm, dann darfst du essen.
Dann darfst du trinken. Und dann kann sie eigentlich gleich schon wieder schlafen. Tag 12. Und da meldet sich auch schon der Kevin. Der sich mal umgucken will. Es wäre ja cool, wenn wir so einen Rucksack finden würden, ne? Das wäre super. Aber ich denke nicht, dass das geschehen wird. So, sie darf das da bauen. Dann darfst du das hier gleich reparieren. Das hier kann sie dann eigentlich auch gleich reparieren. Nahrung und noch mehr Sprit und Gummi und Sand. Brauchen wir den Kalk im Moment wirklich? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich glaube, es wäre sinniger, wenn wir wirklich den Sprit mitnehmen. Falls das alles überhaupt noch in unser Lager passt. Ich glaube es zwar nicht, aber... Warte mal, können wir nicht auch so ein Ding bauen? Warte. So ein Verbrennungsofen. Ja, können wir auch nicht. Shit. Oh shit. Holz haben wir dafür auch nicht mehr genug. Ja. Blöd. Sehr, sehr blöd. Aber gut, was soll's. So, schlafen. Und er lebt hier einfach so vor sich hin, der kleine Gary. Das finde ich ganz gut. Und da kommt Kevin! Kevin stinkt und hat Hunger und ja. Hi! Ich denke, unser Lager wird voll sein, aber... Besser, ja. Obwohl, nee, warte. Ah, komm schon. Müsste vielleicht sogar hinhauen. Puh, haut hin. Sehr schön. Puh, cool. Es läuft richtig, Leute. Es läuft. Echt gut. So, Kevin, schnell duschen. Und dann schnell essen. So, warte mal, gucken. In diesem Ödland wandeln seltsame Menschen umher. Wir sollten unterwegs aufpassen. Das war ein ziemlich stressiger Ausflug. Der arme Tropf, dem wir begegnet sind, tut mir wirklich leid. Er sah so krank aus. Sowas lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn man zu viel schmutziges Wasser trinkt. Also, ich muss sagen, von der Machart her gefällt mir... Also, von diesem Storymäßigen gefällt mir This War of Mine besser. Also, das haben die besser hinbekommen als hier. Das reißt mich hier nicht so ganz mit. Weil die Charaktere halt nicht so ganz... nicht so toll ausgebaut sind. So, jetzt aber erstmal... Huch, das nicht. Können wir irgendwas Tolles bauen? Wahrscheinlich nicht. Wir könnten... so eine Rohrbombe bauen. Wäre ja an sich ganz cool. Wir brauchen doch unbedingt Leder. Leder! Und Kunststoff. Wir brauchen eigentlich so gut wie alles. Was soll's. Bau mal eine Rohrbombe. Hm. So, er duscht da schön vor sich hin. Kann sie dann eigentlich auch gleich machen. Da es hier oben ja immer noch regnet wie Sau. So. Er isst was und dann darf er auch gleich schlafen. Und dann darf er wieder losziehen. Obwohl, nee, nach dem Essen. Mann, wird nicht geschlafen, wird Wasser getrunken. Ich will das abbrechen. So, und wenn wir jetzt da oben noch was fangen würden, wäre es noch schöner. Aber irgendwie laufen hier kaum Tiere durch die Gegend.
So, er schnabuliert sich da das Zeug rein. Jetzt darf er trinken und dann darf er schlafen. Guten Morgen, Brenda. Mach mal den Schutzraum sauber. Ach ja, Freunde. Das Ding können wir gerade mal reparieren. Mach schon. Ach so. Ach. Weil die alle hier die Treppe runterschleichen müssen. Die Leiter. Und es regnet immer noch. Es regnet einfach ununterbrochen hier. Was ist hier nur los? Unglaublich. So, Brenda. Na komm. Feuer frei. Gib alles. Sie könnte eigentlich auch schon gleich wieder schlafen sein. Warte mal, wir machen jetzt da vorne mal die Lichter aus. Anzug an. So, Tür zu, Tür auf. Deaktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde, aber vielleicht... Vielleicht spart das ja dann Energie. Man weiß es nicht. Wir bräuchten halt Drähte, ne? Die bräuchten wir. Wir schicken den Kevin gleich mal gezielt los. Also gezielter als sonst. Es hat aufgehört zu regnen, das ist ja unglaublich. So, Kevin. Kevin hat genug geschlafen. Komm, schickt. Kevin darf wieder losziehen. Wollen wir Brenda mitgehen lassen? Wäre ja an sich... eine gute Idee, ne? Machen wir auch, glaube ich. Ach komm, wir schicken Brenda mit. Okay. Tankstelle, Tankstelle. Kleiner Speicher, Lichtung. So, wollen wir mal im Wald ein bisschen rumhüpfen. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Wir gehen da oben mal lang. Hier haben wir die Schule. So. Und bei der Lichtung. Da auch noch, komm. Da könnten wir dann Holz abstauben. Okay. Feuer frei. So, Kevin. Der alte Kevin bekommt natürlich als erstes mal das hier. So, die Rohrbombe. Kann ich einfach ins Gruppeninventar packen. Okay. Ausrüsten. Ausrüsten. So, und die Brenda könnten wir... Obwohl, nee, ich glaube, es ist auch wie eine Nahkampfwaffe hier, der Stein. Wir nehmen die mal mit. So, Brenda, ebenfalls eine Gasmaske. Ein Knüppel. Und dann geht es auch schon los. Macht's gut, ihr zwei. Und kommt gesund wieder. Ach ja. Es hat aufgehört zu regnen. Mein Gott. Unglaublich. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Oh. Warte, wer bist du denn? Kevin? Kevin? Kevin und Kevin. Und ich glaube, Kevin möchte handeln. So, das ist natürlich jetzt... Kommt.
füll das mal. Haben die Schule entdeckt. Jawohl, das durchsuchen wir. Hier gehen wir dran. Hey, wenn da drin noch jemand am Leben ist, ich hätte ein paar nette Sachen anzubieten. Lust auf einen kleinen Deal? Jawohl, zeig mal. Ein Nagel. 5 Scharniere! Drähte! Ich geb dir alles dafür. Und sogar nur 10 will er dafür. Komm, dann nehmen wir auch gleich die Rohre auch noch. Und es regnet schon wieder. Es regnet einfach wirklich schon wieder. Ach komm, hier. Nimm das Wasser. So, ich hatte mich schon gefragt, woher diese Leute all ihre Waren kriegen. Anscheinend finden sie alles in Häusern und anderen Gebäuden. Scheinbar lassen viele Leute einfach ihre Habseligkeiten zurück. Und jetzt, lieber Gary, jetzt werden wir das Ding hier mal aufrüsten. Obwohl, warte mal kurz. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Dafür brauchte man... Aufrüsten oder sparen? Ach, obwohl, wir brauchen ja nur die Drähte. Die Scharniere brauchen wir dafür gar nicht. Dann können wir es machen. Ich glaube, hier oben brauchte man... Ach nee, auch nicht. Na gut. Dann komm, mach mal, Gary. So. Da liegen Sachen rum bei der Schule. Kaputtes Radio. Die Nagelpistole haben wir. Holz brauchen wir. Drähte nehmen wir auch mit. Magnesium. Bietet Erholung für Kinder. Metall bräuchten wir ja eigentlich auch. Komm, nehmen wir auch mal mit. Der Kevin. Das ist ja echt unglaublich. So, und er hat das schon aufgerüstet hier. Das ging ja schnell. So, Haltbarkeit könnte man auch noch machen, aber das sparen wir uns mal. Super. Super. Freunde der Nacht. Roger ist auch fertig. Stärke 3. Stärke 1. So, Übertragung annehmen. Hallo, Kevin am Apparat. Wir haben ein kleines Haus entdeckt. Jawohl, das durchsuchen wir. Und ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge und sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Bis dann. Ciao.